So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich versuche euch halbwegs stabil hinzustellen. Ich hoffe, ihr steht jetzt halbwegs stabil. Ich bin hier nämlich gerade in der nicht so luxuriösen Situation, mein Stativ vergessen zu haben. Und ja, drum muss ich jetzt irgendwie improvisieren und gucken, dass es so hält, wie es hält. Und ich hoffe, das tut's. Ja, Kocher. Kocher heute mal wieder. Oh, ein ganz seltenes Thema. Da habe ich ja noch nie was zu gesagt. Aber tatsächlich gibt es einen gewissen Anlass, mal wieder über Kocher zu sprechen. Ich habe hier nämlich meinen bisherigen tatsächlich Standard-Gaskocher. Seltene Momente, dass ich mal einen anderen Gaskocher benutzt habe als dieses Ding hier. Darum Standard-Gaskocher durchaus eine realistische Bezeichnung für das Teil. Und ich habe im Vergleich dazu hier meinen neuen tatsächlich Gaskocher. Der ist etwas größer, der ist auch leider etwas schwerer und kommt in einem formschönen Tütchen daher und schaut, wenn man ihn dann da rausnimmt, so aus. Und wenn man die Topfhaken aufklappt, ja, ist relativ einleuchtend, wo da ein offensichtlicher Unterschied besteht. Der hier ist für erheblich größere Töpfe geeignet als der da. Ja, das ist schon mal das Erste. Das Nächste ist, dass das ein vergleichsweise aufwendiger Gaskocher ist, wenn man bedenkt, dass auch der letztendlich nur auf eine Kartusche geschraubt wird, so wie hier, ja, und dann da drauf sitzt und gut ist. Der hat noch diverse Sonderfunktionen, sage ich jetzt mal. Ja, und da das Ding, je nachdem, wo man es kauft, so irgendwas zwischen 65 und 80 Euro kostet. Je nachdem, ob du Versandkosten mitrechnest oder nicht. Wie gesagt, kommt halt auch ganz stark drauf an, wo man es dann kauft. Ist der als Gaskocher, als den man einfach oben auf die Kartusche setzt, tatsächlich eher im teuren Segment anzuordnen. Während dieses Ding hier, ja, das ist der berühmte BRS-Kocher. Von dem hat man möglicherweise schon mal gehört. Er ist insbesondere in der Ultraleitszene sehr, 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 sehr beliebt und wurde da, wenn man so sagen möchte, fast schon overhyped. Wie gesagt, wenn man so sagen möchte. Und deswegen, weil er eben sehr klein und sehr leicht ist, beides durchaus ein Vorteil, wenn es einem um jedes Gramm geht, dass man so mitschleppt, dass man da möglichst viel sparen möchte, dann ist das durchaus von einer gewissen Relevanz. Das Ding ist aus China vermutlich, wenn es nicht schon aus Taiwan inzwischen kommt, ich weiß es nicht, weiß auch gar nicht, wo man die momentan gerade bekommt, aber sie sind immer mal wieder zu kriegen. Ob es die überhaupt noch auf Amazon gibt, weiß ich nicht. Da gab sie mal. Dann gibt sie es jetzt vielleicht bei irgend so einem anderen, ich sage jetzt mal so halb dubiosen Fernosthändler, was auch immer. Jedenfalls, dieses Köcherchen ist einfach aufgrund seiner Größe und seines kleinen Gewichts schon auf jeden Fall interessant. So. Qualitativ, das wird jetzt niemanden groß überraschen, ist es jetzt vielleicht nicht das aller tollste, was die Welt je gesehen hat, ist es halt simpel. Es ist wirklich sehr, sehr simpel aufgebaut und für einen Gaskocher reicht das in der Regel auch, ne? Ich möchte jetzt noch ein bisschen ausholen, einfach weil ich bin und kurz mal erzählen, welche Bauteile hatten das Ding. So, im Wesentlichen, hier haben wir eine Verstellschraube. Diese Verstellschraube können wir auch einklappen. Plopp. Dann ist die etwas weniger im Weg und liegt ein bisschen weniger, ja, fällt ein bisschen weniger auf, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dann geht das eigentlich ganz gut, dass man besagtes Ding hier auch einpacken kann. Es ist ja auch winzig. So, unter der, beziehungsweise hinter der Verstellschraube hier drin, da wird ein kleines Ventilchen sitzen, dass man eben mit der Verstellschraube, die ist, wenn sie zu ist, ist etwas schwergängig, ansonsten ist sie relativ leichtgängig, da kann man sich nicht beklagen, das funktioniert ganz gut und da kann man das Ventil ganz gut auf- und zuschrauben. Das ist auch relativ leichtgängig und durchaus fein justierbar. Da muss man sich also überhaupt keine Gedanken machen, dass es irgendwie mit der Feinjustierung mangeln würde. Alles von winzig kleiner Flamme bis hin zu ja, so groß, wie sie halt eben werden kann mit diesem Kocher, ist alles möglich und alles kein größeres Problem. So, jetzt Adle.
nächstes Bauteil. Ja? Da hat das natürlich, die hat natürlich auch noch einen Anschluss hier unten. Am Anschluss ist auch nicht großartig viel groß zu erwähnen. Da gibt es noch einen Dichtungsring drin, das ist wichtig. Ein Dichtungsring, damit eben die Gaskartusche dann auch einigermaßen gut sitzt und dann nicht nebendran quasi das Gas verloren geht, sozusagen. Daher möchte man vielleicht ganz gerne einen Dichtungsring haben. Der Dichtungsring ist dann plus minus bei so einem einfachen Gerät, wenn man das überhaupt Gerät nennen möchte, auch schon das einzige Teil, das potenziell verschleißen kann. Viel mehr gibt es da gar nicht, bei dem das in Frage käme. Und ja, ne? Also wirklich sehr, sehr simpel. Bewegliche Teile sind bloß diese Ärmchen hier und die Verstellschraube. Zu den Ärmchen komme ich gleich. Jedenfalls, das Gas tritt im Bereich dieses Loches aus. Das könnt ihr hoffentlich sehen. Da unten drunter ist das Gasventil, da tritt es aus. Dann flutscht es aber weiter nach oben, bekommt hier durch diese seitlichen Löcher, davon gibt es insgesamt vier, bekommt Luft. Gibt es ein Luft-Gas-Gemisch logischerweise und das zündet man dann an, wenn es hier oben rausströmt. Das strömt da unten ja mit Druck raus. Drum strömt es auch ohne weiteres weiter hier hoch und kommt dann aus insgesamt 8 kleinen Öffnungen, die jeweils noch so ein kleines Sieb verbaut haben, damit sie nicht so schnell verstopfen. Kommt das dann rausgeströmt, das zündet man dann mit irgendwas, was eine Flamme erzeugt oder einen Funken, also sprich Firestyle, Feuerzeug, Streichholz, ist egal, funktioniert alles, zündet man das an, das geht super simpel und einfach, zeige ich auch gleich, und da kriegt man eine kleine Flamme. So, Topfhaken sind eben diese Dinger hier, die rasten in dieser Position in Anführungszeichen ein, beziehungsweise je nach Bauqualität, die man bei den Dingern bekommt. Das ist so ein bisschen Lotto, ja? Also die gibt es wohl in sehr guter Qualität, bis hin zu eine klapprig-wackelige Angelegenheit. Ja, bei dem Produktpreis und ohne jegliche Nachkontrolle, wenn die hergestellt worden sind, kann es einem eben passieren, dass man Pech hat und man erwischt ein Modell, das na, ein bisschen schlechtere Verarbeitungsqualität hat als andere. Meins beispielsweise, da sind alle diese Dinger inzwischen so locker, dass sie im Grunde, ja, bis auf den hier, der ist noch ein bisschen haltbarer, relativ simpel runterhängen, wenn man sie dann umdreht. Dann kann man sie im Übrigen auch nach da hinten klappen. Muss man in der richtigen Reihenfolge tun, also immer einen nach dem anderen, sonst funktioniert das nicht. Und dann kriegt man das Ganze in den verstaubaren Modus und dann klappt man das hier noch ein und dann hat man das relativ schnell, relativ klein verpackbar. Ist also wirklich winzig, wiegt je nachdem, wem man fragt und auf welche Waage man es stellt. Und das variiert auch durchaus um einige Gramm, je nachdem, was für ein Modell man gerade kriegt, beziehungsweise welches für eine Ausführung, wenn man es bestellt hat. Irgendwas zwischen angeblich 20 Gramm und 30 Gramm, 35 Gramm Modelle soll es wohl auch schon gegeben haben. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Dreck drin hängt sicherlich. Und ja, irgendwo in dem Bereich dazwischen. Meiner war mal bei 29 Gramm. Der dürfte inzwischen wahrscheinlich eher noch ein bisschen zugelegt haben. Ja, aber das ist unglaublich leicht. Das Ding ist wahnsinnig simpel. Das hat keinen weiteren Knopf, kein weiteres Knopfhoff, keine weiteren sonstigen Zusatzfunktionen. Und das war's. Wie gesagt, die Brenner, die Flamme, die da rauskommt, ist sehr punktuell, sehr klein in Anführungszeichen. Und das darf man auf keinen Fall vergessen. Wenn man vorhat, hier trotz der Tatsache, dass der Topfkranzdurchmesser auch ziemlich klein ist, einen größeren Topf draufzustellen. Weil wenn man das macht und dieser größere Topf ist aus einem Material, das nicht besonders gut wärmeleitend ist, das wäre zum Beispiel bei Edelstahl oder bei Titan der Fall, beides nicht besonders gut wärmeleitend. Das Einzige, was wirklich besonders gut wärmeleitend ist und im Outdoor-Bereich als Topf verwendet wird, ist tatsächlich Alu. Darf beschichtetes Alu sein, darf hart anodisiertes Alu sein, ist alles egal, wärmeleitend tut das trotzdem sehr, sehr gut. Und da geht das dann ganz gut, mit so einer kleinen Flamme zu arbeiten, weil die Wärme schön über den gesamten Topf sich verteilt oder zumindest über den gesamten Topfboden, ohne dass in der Mitte so ein furchtbar heißer Punkt entsteht, der viel heißer ist als alles andere und da dann automatisch alles anbrennt. Bei einem größeren Titanpott oder Edelstahlpott muss man genau deswegen aufpassen, weil man in der Mitte oder halt da, wo der Topf dann hier drauf sitzt, logischerweise sehr schnell einen sehr, sehr, sehr heißen kleinen Spot sozusagen bekommt, bei dem das dann problematisch werden kann. Kann, nicht unbedingt muss. Ja? Ich hoffe übrigens, man versteht mich gut. Es geht ein wenig Wind. Ich teste hier gerade mal mein alternatives MINT-Mikrofon, um dann mal zu wissen, ob ich das große, fette Puschelchen mitschleppen muss, wenn ein bisschen Wind geht, oder ob das auch mit dem, ich sage jetzt mal, leichten Windmikrofon auch funktioniert. Gut,
Ja, also, so viel zur grauen Theorie, was das Ding angeht. Großer Vorteil ist vor allen Dingen Gewicht. Großer Vorteil ist Größe, wenn man nichts Größeres braucht. Das Problem ist, beim Aufdrehen bzw. Aufschrauben auf einer Gaskartusche, ich habe es vielleicht gerade zischen gehört, verliert man immer ein klein wenig Gas. Das ist aber nun mal so und ich wüsste jetzt nicht, dass das bei anderen Gaskochern nicht vorkommt. So, aber in diesem Punkto ist das Ding jetzt schon, wenn man es da drauf geschraubt hat, bereits einsatzbereit. Jetzt muss man im Grunde bloß noch irgendwas haben, was wie gesagt ein bisschen Feuerchen macht. Und zündet das an und dann brennt das auch schon. Plupp. Ja, und wie man jetzt schon gehört hat, es stottert ein wenig beim Brennen. Und das ist auch durchaus ein Charakteristikum. Dadurch, dass das Ding nämlich jetzt eben überhaupt nicht vor irgendwelchem Wind geschützt ist und auch nur so eine kleine zentrierte Flamme hat, kann es bei entsprechendem Wind sogar wieder ausgepustet werden, wenn der richtig, richtig stark geht und man mit kleiner Flamme arbeiten möchte, weil man sich gerade nur irgendwas ja, ganz leicht auf kleiner Flamme köcheln möchte. Irgendwelches feines Geköchel und so weiter und so fort. Das ist natürlich... Das ist halt so. Ja. Man bräuchte dann, um das Ding hier effizient verwenden zu können, gerade wenn man das im größeren Umfang vorhat, irgendwas als Windschutz, zum Beispiel irgend so ein schönes Blech, was man da drumherum baut. Da kann man sich vieles auch selber bauen, da gibt es ganz tolle Konstruktionen. Aber darum soll es mir jetzt eigentlich gar nicht so sehr gehen. Angenommen, wir möchten aus irgendwelchen Gründen wirklich bloß nur den Kocher mitnehmen und haben keine Lust, einen Windschutz mitzunehmen oder uns einen zu bauen oder sonst irgendwie, dann ist das Ding, so wie es jetzt hier steht, eben unsere Möglichkeit. Gut, ne? Also das ist der Billigkocher, sagen wir einfach mal 20 Euro. Im Direktvergleich, ja, steht jetzt hier der Sunto Windmaster. Der hat ein wenig mehr Knopfhoff. Das möchte ich euch auch gerne einfach als meine Ruhe vorstellen. Aber im Grundprinzip her ist das genauso ein auf die Gaskartusche Aufschraubkocher, wie das auch der sogenannte BRS Billigkocher aus China ist. Aber erstmal zum Vorzeigen, auch hier haben wir wieder als unterstes bzw. als unterstes Bauteil erstmal das Ventil. Das ist hier deutlich größer und steckt sich auch noch hier direkt eben nicht nur, schraubt sich nicht nur hier auf das Gewinde drauf, sondern steckt sich quasi auch noch mit einem weiteren Dichtungsring hier gesamt in den kompletten oberen Teil der Kartusche. Das ist insgesamt ein stabilerer Aufsatz. Sollte das Ding mal umfallen, mitsamt Kartusche irgendwo den Berg runterfallen und so weiter und so fort, ist die Chance, dass es dann hinterher kaputt ist, dadurch ein bisschen geringer. Ob man das braucht, ist eine andere Frage, aber es wirkt insgesamt natürlich einfach robuster. Die Verbindung ist stabiler, da kann weniger wegbrechen, weniger kaputt gehen, weniger aufgehen, irgendwie so in die Richtung. So, dann haben wir hier noch diesen interessanten kleinen rechteckigen Kasten hier. Das ist eine sogenannte Piezo oder Pizzo oder Zündung. Jedenfalls, was macht die? Die macht einen Funken und der kommt dann hier oben raus. Ich habe keine Ahnung, ob man den jetzt gerade sehen kann, aber mit diesem kleinen Funkengeber hier unten kann man den da oben anzünden, ohne ein Feuerzeug, ein Feuerstiel, ein Streichholz, beliebiges anderes Gedöns, was halt Flamme macht, zu benötigen. Ja? Das ist praktisch, das ist nicht unbedingt erforderlich, aber praktisch ist es schon. Ja? Spielerei so ein bisschen. Ja, dann, wie gesagt, das lässt sich da besser draufschrauben. Es hat eine super fein justierbare Schraube. Die ersten anderthalb Umdrehungen, die man mit der Schraube überhaupt machen kann, passiert nämlich noch gar nichts. Da ist die sozusagen noch gar nicht, da ist hier überhaupt noch nichts offen beim Ventil und auch später dann ist das eine sehr, 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 fein justierbare Flamme. Extrem fein. Wofür man eine perfekt, super fein justierbare Flamme braucht, das muss jetzt jeder selber wissen. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr punktuell um Nuancen verstellbar, wenn man das dann haben möchte. So, das Gas tritt dann hier direkt auch da wieder, wo sich die Löcher befinden, bereits aus. Wird dann hier mit Luft vermischt und fließt weiter hoch. Den Rest der
des Kopfes sozusagen rauf, um dann hier oben nicht etwa in 8 kleinen Flämmchen auszutreten, sondern in, na, da mache ich mir nicht die Mühe, die jetzt zu zählen, es sind jedenfalls viele. Ja? Und es gibt einen viel, viel, viel größeren Brennkopf, also allein auch wenn man hier jetzt einen großen Topf verwendet, dann hat man zwar gemessen an der Größe des Topfes vielleicht immer noch eine relativ kleine Flamme, das ist halt einfach bei jedem Gaskocher zwangsläufig so, aber nichtsdestotrotz ist es eine deutlich weniger zentrierte Flamme und sie ist einfach vom Durchmesser gesamt ein wenig größer. Man kann hier auch einen viel größeren Topf draufstellen, logischerweise, weil einfach das Topfkreuz viel größer ist. Das kann man komplett abnehmen. Ich weiß nicht, wer das unbedingt braucht, aber das geht. Ja. Muss ich mal kurz hier vormachen. Na, wenn ich rausfinde, wie das gleich nochmal geht. So geht's. Zack. Also lässt sich abnehmen. Wenn das mal kaputt sein sollte, kann man separat austauschen. Das kann natürlich ganz praktisch sein. Ob man das dann unbedingt braucht, oder das muss dann halt letztendlich auch wieder jeder selber wissen. So, dann lässt sich das Topfkreuz in der großen Ausführung auch nach innen klappen. Kocher lässt sich auch so verwenden, hat dann ein viel kleineres Topfkreuz. Man hat also eine gewisse Flexibilität, was die Größe der darauf stellbaren Töpfe angeht. Es muss also nicht zwingend gleich ein Riesentopf sein, weil man ein großes Topfkreuz hat. Allerdings ist die Verwendung in dieser Form ein kleines bisschen eingeschränkt, weil dann halt einfach die Flamme nicht so gut da durchkommt und so weiter und so fort. Also bisher habe ich einfach, wenn immer möglich war, komplett aufgemacht, auch wenn man dann nur was Kleines draufstellen möchte. Es darf dann halt eben nicht noch kleiner sein als so. Ja, aber was ist das schon? Ja, das ist ja Quatsch mit so einem kleinen Gefäß. Was soll man damit anfangen? Ja, Paar Spielereien, Sonderspielereien bestehen jetzt unter anderem darin, dass das Innere dieses Köcherchens hier konkav ist. Das heißt, die Flammen zeigen alle nicht direkt nach oben, sondern so ganz leicht in die Mitte, wodurch wir einen konzentrierten Wärmestrahl bekommen, der nach oben konzentriert wird. Also so ein wirklich in die Mitte arbeitendes Jet-Triebwerk. Dadurch, dass der Topf allerdings sehr stark darauf auch aufsitzt, ne? Also wenn wir jetzt hier einen Topf drauf haben, der sitzt ganz, ganz dicht vor der Flamme. Und das ist der Grund, weshalb sich das Ding Windmaster nennt. Es hat hier auch noch so einen hochgezogenen Rand, den ihr hier sehen könnt. Das heißt, wenn hier jetzt wirklich ein Topf drauf sitzt, dann ist da kaum noch Platz, dass zwischen Flamme und Topfboden überhaupt noch irgendein Wind durchgehen kann. Und damit ist das System relativ wenig windanfällig verglichen mit anderen Gaskochern, die man einfach hier nur oben drauf stellt. Das heißt, er kocht auch ohne Windschutz relativ schnell mit relativ viel Flupf bei ganz, ganz starkem Wind, also so richtig schönem Sturm in den Bergen und solchen Späßen, braucht man natürlich trotzdem immer noch einen Windschutz, würde ich vermuten wollen. Ich habe ihn jetzt noch gar nicht bei so extrem starkem Wind ohne Windschutz ausprobiert. Aber hat auch keinen Sinn. Wenn man mit starkem Wind rechnet, dann nimmt man auch einen Windschutz mit. So, jetzt schrauben wir den hier mal auf. Und der Witz ist jetzt halt folgender, dass wir hier, wenn wir den jetzt starten wollen, nicht mal ein Feuerzeug oder Ähnliches brauchen. Wir müssen hier lediglich aufdrehen. Und erst ab 1,5 Umdrehungen entweicht überhaupt Gas. Das ist dann nicht wundern. So, und jetzt ist er schon an. Und ich musste dann nur das Knöpfchen drücken. Und der ist sehr, sehr leise, deutlich leiser als der andere, für einen Gaskocher wirklich sensationell leise. Und wenn man ihn voller Kanne aufdreht, immer noch vergleichsweise gut drüber zu quatschen von meiner Seite aus. Ne? So. Und er stottert erheblich weniger, er stottert genau genommen gar nicht. Es geht ungefähr genauso viel Wind wie eben beim anderen Kocher, macht dem aber nichts aus, eben wegen dieser deutlich zentrierteren Flamme. Und der hat außerdem noch die Spezialfähigkeit, und da können wir spaßeshalber einfach mal auf seine Verpackung gucken, denn die kann man aufklappen und dann steht da
Bitte. Was steht denn da? With installation of the micro regulator. Und besagter micro regulator soll dazu führen, jetzt fragt mich bloß nicht, was bitteschön bei den diversen Bauteilen, jetzt kommt hier die Mücke, in diesem Kocher der micro regulator sein soll, aber irgendwie führt dieser micro regulator scheinbar dazu, dass auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen die Gaskartusche besser geleert wird. Das ist ja Flüssiggas und das wird quasi in einem separaten Sammelraum sozusagen ein bisschen vorgewärmt, entweicht dann irgendwie besser aus der Kartusche. Besser habe ich das nicht verstanden. Wer das irgendwie physikalisch korrekt erklären kann, der mag es bitte gerne in die Kommentare schreiben. Tatsache ist jedenfalls, man kriegt Gaskartuschen wirklich viel, viel besser leer. Man kriegt auch noch das letzte bisschen Gas raus und bis auf das letzte bisschen Gas haben wir auch einen stabilen Brennvorgang. Wer schon mal versucht hat, mit einem regulären ohne Knopfhoff Gaskocher eine Gaskartusche leer zu machen, der wird festgestellt haben, zumindest so kurz vor Ende flackert die Flamme. Es ist eine sehr unruhige Verbrennung. Das ist dann auch weniger effizient. Wir brauchen länger, wir kriegen weniger Hitze sozusagen pro Zeit hin und es dauert einfach eine Weile, bis man dann sein Wasser zum Kochen gebracht hat. Ja? Das ist bei dem hier eben wegen diesem Mikroregulator nicht so. Und der funktioniert also auch relativ gut, eben auch gerade, weil er das Gas besser aus der Kartusche holt. Bei den niedrigen Temperaturen, bei denen es schwieriger ist, sage ich jetzt mal, überhaupt noch, dass das Gas aus der Kartusche rauskommt. Also bis minus 5 Grad soll der mit fast jedem Gas gemischt. Das kann ich jetzt noch nicht bestätigen. Das muss ich euch irgendwann mal in der Zukunft nachliefern, die Info, ob das geht oder nicht. Aber bis minus 5 Grad soll er mehr oder weniger bei fast jedem Gas gemischt tatsächlich noch eine Verbrennung zustande kriegen. Es gibt durchaus einfache Kocher, die auf einer einfachen Gaskartusche mit einer normalen Gasgemischmischung bei ca. 4 Grad langsam ihren Geist aufgeben. Oder zumindest, wenn man sie dann eine Weile betreibt. Und wenn das hier tatsächlich bis minus 5 reichen würde, das wäre ziemlich sensationell, aber das muss ich noch ausprobieren. Das Feature habe ich jetzt erwähnt, aber das lassen wir jetzt mal ansonsten außen vor. Gut. So, also, wenn jetzt hier alles wieder steht, dann machen wir mal Kochtest Nummer 1. Habe hier meinen obligatorischen Standardtopf, den seht ihr gerade nicht, weil er steht dahinter, ne? Aber da kommt er. Das ist mein obligatorischer Standardtopf. Da sind 0,6 Liter Wasser drin. Warum 0,6, warum nicht 0,5? Naja, weil ich bei 0,6 eine Markierung habe und bei 0,5 halt nicht im Topf. Ganz simpel. So, Deckel drauf. Dann zünden wir hier an und dann stellen wir den da drauf. Und dann habe ich im Grunde nichts zu tun, außer abzuwarten, wie lange das braucht, bis das dann kocht. So. Brennt, jawohl. Und wir machen jeweils volle Pulle, also sowohl bei dem als auch beim anderen nachher. Und sobald der Topf draufsteht, geht's los. Ja, das ging jetzt sage und schreibe sensationell schnell. Das habe ich noch nie erlebt. Das macht das Ding jetzt zum schnellsten Kocher, den ich besitze, in 1:50. Jetzt haben wir zwar eine warme Außentemperatur, ja, aber ne, so schnell habe ich noch nie erlebt. Und das ist ein Schnellkochtopf, ja, aber trotzdem, das ist sensationell. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Gut, ich mache mir jetzt einen Tee. Dann muss das Ganze abkühlen, also der Topf insbesondere. Und dann machen wir das gleiche Spielchen nochmal mit dem anderen Kocher, sobald hier alles abgekühlt ist. Und ja, bis gleich. So, dala, jetzt sind wir soweit, den anderen Alternativkocher, also den BRS, den günstigen, nehmen zu können. Ich habe den Topf soweit wieder befüllt, ist auch alles wieder abgekühlt. Das könnte man wirklich glauben, ich will mich ja auch nicht selber verarschen. Ich möchte ja selber auch gerne wissen, was wie lange braucht. Bei der Dauer des Kochvorgangs, das ist jetzt nicht super exakt, das heißt jetzt nicht, der hat jetzt weniger Gas verbraucht als der andere, weil der Soto
der hat fast 3000 Watt. Ja, der haut da also in kurzer Zeit einen Haufen Energie raus. Der braucht auch pro Zeit, die er brennt, zumindest wenn er volle Pulle brennt, erheblich mehr Gas, als das bei dem kleinen Dingerrichter der Fall ist. Gehe ich zumindest von aus. Wirklich beweisen kann ich das nicht. Das müsste ich dann auch mal in einem anderen Video dann nochmal irgendwann wirklich auch noch mit Kartuschengewicht vergleichen und so weiter und so fort. Das mache ich auch mal irgendwann, wenn ich mal Bock habe und mal wieder auf der Suche nach dem perfekten Kochsystem bin. Aber so jetzt einfach nur mal kurz grober Vergleich, weil es soll ja, es wäre auch ein bisschen, ja, lassen wir das. Und die Zeit läuft wieder, wenn Kocher Topf draufsteht. So, also das waren jetzt tatsächlich 3 Minuten bis zu leicht köchelnd. Ja, ich kann mir das wirklich bloß erklären mit der Windsituation. Ja? Dass also dieser Windmaster offensichtlich dann doch mit einem gewissen Wind, der hier geht, erheblich besser klarkommt und ja, vielleicht wirklich einfach eine größere Menge Gas pro Zeit raushaut, einfach mehr Power pro Zeit raushaut. Das wäre nämlich jetzt halt eben durchaus nochmal spannend, eben für Gewichtsersparnisgeschichten, wie viel Gas haben wir jeweils verbraucht. Zeit zu sparen, das ist das eine, das ist auf jeden Fall lustig, wenn man es ja, lustig findet, Zeit zu sparen. Das kommt ja drauf an. Will man einfach nur mal einen gemütlichen Tag im Wald, sich abends, sich dann am Nachmittag noch schnell einen Kaffee machen oder sowas, dann ist es sicherlich nicht relevant, ob das fürs heiße Kaffeewasser 3 Minuten braucht oder 1 Minute 50. Ja, das ist garantiert nicht relevant. Aber für eine längere Tour, wenn man dann irgendwann mal morgens, wenn Schiedwetter ist und es ist saukalt und man möchte gerne jetzt einen Kaffee haben, dann ist es vielleicht für den einen oder anderen relevant. Ne? Also ja, das merkt man jedenfalls in der Kochzeit schon. Der Kocher ist natürlich auch einfach viel größer. Das muss man jetzt auch irgendwo in Relation ziehen zu dem ganz, ganz kleinen Ding da, dass das natürlich nochmal eine Rolle spielt und einen Unterschied ausmacht. Wie wichtig einem das jetzt jeweils ist, das ist jetzt halt eben die Frage. So, was uns zu dem Punkt bringt, was ist nun besser? Teuer oder billig, beziehungsweise was sind da die Unterschiede? Soto ist eine japanische Firma, die macht tatsächlich unter ihrem Markennamen, ist jetzt bei uns in Deutschland noch nicht so bekannt, aber wird langsam bekannter, vor allen Dingen Kochzubehör. Alle möglichen, teilweise sehr, sehr ausgetüftelten alternativen Kochsysteme, das hier ist eher ein Klassiker, häufig noch mit irgendeinem Special Feature, wie in diesem Fall eben diesen Mikroregulator und die relative geringe Windanfälligkeit, den abnehmbaren Topfkranz. Es gibt da übrigens noch einen alternativen, etwas leichteren Topfkranz, den man draufsetzen kann, der ist allerdings etwas schmaler. Ja, da kauft man definitiv ein Markenprodukt, das unter, ich hoffe zumindest, halbwegs vernünftigen Bedingungen hergestellt worden ist. Das darf man bei einem japanischen Produkt nicht unbedingt voraussetzen, aber allzu schlimm wird sicherlich auch nicht gewesen sein. Ich gucke mal kurz auf der Packung, ob ich rausfinde, wo das Made in ist. Tja, tatsächlich made in Japan. Ja, also das ist tatsächlich mal nichts, was, ja doch schon auch aus Fernost, aber aus einem der reicheren Länder in Fernost. Und da dürfen wir voraussetzen, dass da gute Produktionsbedingungen geherrscht haben. Das erklärt natürlich ein Stück weit auch, warum das Ding vergleichsweise viel kostet. So, im Vergleich dazu unser günstiger, ne, der ist definitiv made in China. Made in China oder schlimmer, das weiß man eben nicht so genau. Er wird von China vertrieben und dass da jemand nennenswert vernünftig Geld mit verdient hat mit der Herstellung von diesem Kocherchen, das ist ausgeschlossen. Also da müssen wir uns keine Illusionen hingeben. Das langt da vielleicht gerade so zum Leben, aber ja, besonders nachhaltiges, besonders soziales Produkt, wo man mit gutem Gewissen kaufen kann, ist das sicherlich nicht. Ja, dann wird es noch auch sonst wo im
importiert. Das ist bei dem Ding aus Japan allerdings leider auch der Fall. Ja, da müssen wir der Ehrlichkeit halber ja auch zugeben. Davon abgesehen spielt der Import bei einem so leichten Gegenstand jetzt auch keine so entscheidend große Rolle. Das ist dann auch nicht so dramatisch, zumal es sich nicht um eine Zahnbürste handelt, von die man häufiger mal eine neue braucht, sondern so ein Kocher hält eine Weile und dann ist anzunehmen, dass es also nicht notwendig wäre, den demnächst zu ersetzen. Ja, also so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, der Soto ist besser, wem das wichtig ist. Ja. Andererseits, was die Haltbarkeit angeht, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Soto auch eine ganze Zeit lang hält. Muss man sowieso dazu sagen, bei Gaskochern, die sind eigentlich fast nicht wirklich kaputt zu bekommen, weil das Gas, was da durchgeht, ist nun mal sauber. Das heißt, die verrußen nicht. Wenn man es da nicht schafft, irgendwelche beweglichen Teile einrosten zu lassen, was auch fast unmöglich ist, weil das kein Material ist, das rostet, das ist noch nicht mal Eisen in Anführungszeichen. Ja, da weiß ich nicht, wie man die kaputt bekommen soll. Das zeigt sich auch gut daran, dass auch dieses Ding hier jetzt wirklich häufig zum Einsatz kam bei uns. Ich habe das jetzt auch eine Weile und keine Ahnung, wie viele Gaskartuschen da inzwischen durchgelaufen sind. Aber wirklich, wirklich, das hält. Das hält und das ist auch nicht schlechter geworden. Diese Füßchen da, die sind nach wie vor ein bisschen wackelig. Die waren am Anfang auch schon ein bisschen wackelig. Und wenn sie noch ein kleines bisschen wackeliger werden, dann ist das so. Aber dass sie deswegen gleich auseinanderfallen, ist unwahrscheinlich. Und es ist nicht absehbar, dass das Ding den Geist aufgibt. Und wenn irgendwas kaputt geht, dann eben dieser Dichtungsring, das eine Verschleißteil, den hat der Soto aber auch. Genau genommen hat er zwei Dichtungsringe, die da potenziell irgendwann mal kaputt gehen könnten, aber dann ersetzt man die halt wieder. Selbst ich bin in der Lage, einen entsprechenden Dichtungsring des entsprechenden Durchmessers im Baumarkt meines Vertrauens zu erwerben und dann da reinzusetzen. Also das ist jetzt nun wirklich kein großes Problem, beziehungsweise im Fall von Soto kannst du auch Originaldichtungsringe für ein Apfel und ein Ei haben, die verkaufen die auch separat. So, ja, also, das muss man sich klar machen, funktionieren tut der da auch ganz wunderbar. Ja? Und der einzige Grund, weshalb man diesen Kocher nicht verwenden kann, sage ich jetzt mal, oder wo er wirklich ungeeignet ist, ist dann, wenn du einen so großen Topf hast, dass einfach das Topfkraus viel zu klein ist. Dann fliegt dir halt jeder Topf da halber runter und dann wird das blöde. Ansonsten ist das ein tipptopp, wirklich prima Gaskocher, der zu einem Überfluss noch so gut wie nichts wiegt. Da ist er dem Soto auch voraus. Der Soto hat eben mit Packsack so circa 100 Gramm. Das Ding, wie gesagt, sagen wir mal einfach 30, spaßeshalber. Preislich unschlagbar natürlich, für sagen wir mal 20 Euro und da zahlst du beim Soto halt locker mal das Dreifache, je nachdem woher du ihn beziehst und mit Versandkosten dann nochmal einen Ticken mehr. Leistung, ja, kann man jetzt halt nur begrenzt vergleichen, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass anzunehmen ist, dass der Soto, gerade wenn man ihn auf kleinerer Flamme betreibt, wegen seiner Effizienz im Wind, wegen seiner zielgerichteten Flamme, wegen seinem Mikroregulator, der für eine bessere Ausnutzung des Gases und des besseren Ausströmverhalten des Gases aus der Kartusche irgendwo gut ist, gehe ich schon davon aus, dass das ein bisschen besser sein wird. Aber ja, jetzt wäre es natürlich toll, wenn ich den Gasverbrauch noch gemessen hätte. Das ärgert mich jetzt gerade selber ein bisschen. Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, abgesehen davon, dass ich meinen Soto sehr mag, ja, und ich wirklich ziemlich begeistert bin von dem Teil und dass ein großartiger Kocher ist, die Verarbeitungsqualität ist auch herausragend, da wackelt halt gar nichts, da bewegt sich alles genau so, wie sich das bewegen soll und nicht mehr und nicht weniger und was sich nicht bewegen soll, bewegt sich halt eben auch nicht. Auch diese wunderbar feinjustierbare Stellschraube, die macht einfach auch Spaß, die geht genau richtig, die geht nicht zu fest, die geht nicht zu leicht, die irritiert schön, die lässt sich an einer sinnvollen Stelle einklappen. Das kommt nämlich noch erschwerend dazu, wenn du hier die Schraube zudrehst, dann ist sie nicht etwa in einer waagerechten oder in einer horizontalen Stellung, sondern sie ist irgendwie schräg und geht dann irgendwie schräg an den Kocher. Das heißt, man müsste sie etwas aufschrauben, will man sie genau dahin haben, wo es ordentlich aussieht. Ja, das sind dann einfach so kleine Details, auf die bei der Preisklasse in der Verarbeitung natürlich nicht geachtet wird. Kann einem aber im Grunde egal sein. Ja, also im Fall von Gaskocher, der auch nahezu nicht kaputt geht und eben einfach kein Gegenstand ist, der einem gewissen Verschleiß unterliegt, würde ich
wenn man die ethisch-moralische Komponente und das Haben-Wollen bei einem Soto-Kocher jetzt mal außen vor nimmt, würde ich ganz klar sagen, hier gewinnt vom Gesamtbild her, wie gesagt, ethisch-moralische und Nachhaltigkeitskomponente ignoriert, dann ganz klar der Kleine. Ja. Und insbesondere, wenn man eben ohnehin nur eine Person ist und eh nie einen großen Topf verwendet, zumindest nicht auf dem Gaskocher, dann erst recht. Ist das keine Option, weil man regelmäßig einen großen Kocher verwendet, wäre es ein unfairer Vergleich, aber da bietet sich dann durchaus so ein Soto an. Also ich würde sagen, alles bis ein 3-Liter-Pott kriegt man hier noch halbwegs vernünftig draufgestellt, sodass man sich keine großen Sorgen machen muss. Kommt natürlich darauf an, wie breit der 3-Liter-Pott ist. Wenn der nur breit und gar nicht hoch ist, dann wird das irgendwann blöde, aber das wäre ja auch Quatsch. Sowas gibt es ja gar nicht, ne? Kleiner Nachtrag noch, der Windmaster leert hier gerade eine Kartusche, von der ich dachte, die sei leer. Ja, also ich kriege da mit dem BRS-Kocher überhaupt nichts mehr raus. Da ist die quasi leer. Aber der Windmaster, der holt da jetzt tatsächlich mit seinem Regulator und ohne dass das irgendwie stottert, tatsächlich noch das letzte Gas raus. Sensationell. Das ist schon krass. Das bringt dann natürlich auch für lange Touren nochmal einen großen, großen Vorteil, dass man seine Gaskartuschen auch wirklich bis zum letzten bisschen leer machen kann. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Kaffee, was da drin steckt, glaube ich. Ja, ich lasse die jetzt wirklich mal ausbrennen, das interessiert mich. Aha. Ja, jetzt ist gleich Schluss. Ja, aber von... Ihr habt jetzt nicht alles gesehen, den gesamten Brennvorgang. Das hätte jetzt tatsächlich für einen Kaffee noch gereicht. Cool. Aber das sei es an dieser Stelle dann gewesen. Für mich ist der toll. Ich mag den. Braucht man den? Nö. Ganz klares Nö. Es sei denn, man möchte wirklich große Töpfe draufstellen, dann braucht man irgendwas mit einem größeren Topfhaken. Muss dann nicht zwingend ein Windmaster sein. Aber dieser Kocher ist nach wie vor wirklich sensationell für das, was er kostet und das, was er tut und so weiter und so fort. Ja, also echt spitze. So, das war's. Tschüss.